Jo, hier ist Mr. Mike. Ich werde ab und zu doch mal immer wieder, ab und zu immer doch mal wieder gefragt, ob ich, wie ich denn in die Hallen reinkomme, wo ich Basketball spiele. Und das ist halt, ja, was willst du darauf sagen? Wie kommt man in die Halle rein? Durch die Tür. Durch die Tür, richtig. Das ist Fakt. Aber ja, ich weiß dann auch schon, was die Leute meinen. Und es ist, ja, Connections. Du musst halt die Leute kennen, die einen Schlüssel haben. Sonst kommst du nicht rein. Oder einen Verein haben, dass du zu den regelmäßigen Trainingszeiten reinkommst. Ja, oder so. Es ist halt normale Sache eigentlich. Aber ja, ich verstehe auch Leute, die wohl jetzt überhaupt niemanden kennen, wollen alleine mal im Winter jetzt vor allem zocken gehen. Aber geht halt nichts. Kennen niemanden, haben keine Halle, haben keinen Schlüssel, haben keine Tür vielleicht, nur Fenster, keine Leiter. Ich weiß es nicht. Und ja, man kommt da nicht rein. Was willst du machen? Fragt mal Mr. Mike. Aber ich kenne halt leider nicht jede Region, jeden Landkreis, jedes Dörfchen und so. Und ja, teilweise ist das auch echt schwierig. Manche Leute wollen das gar nicht, dass man als Fremder in der Halle rein darf, so eine Art. Ne? Du, selbst ja, in meinem Dorf, wo ich gewohnt habe, 1000 Einwohner, da gibt mir keinen Schlüssel für die Halle, wo ich so gesagt Mr. Mike bin. Ne? Aber wer ist Mr. Mike? Kennt da kein Schwein. Ja. Es ist also, es ist nicht ganz einfach. Man muss echt Connections haben, Connections aufbauen, die richtigen Leute kennen. Und ja, es ist aber doch, was mir aufgefallen ist, ohne Kohle, ja, durch einen Verein, weil der Verein bringt ja die Kohle, Hallenmieten und so, kommst du einfach nicht rein. Aber vielleicht könnte man das auch so machen, dass ihr unten mal kommentiert, in welcher Stadt ihr wohnt, in welcher Halle ihr spielt oder welche Halle zur Verfügung ist. Und vielleicht hilft es irgendjemand anders. Das könnte natürlich ein bisschen kompliziert werden auf Umwegen und ziemlich viel Geschreibe und so. Aber ja, ich zum Beispiel gehe jetzt im Winter immer nach Winsen zum Zocken. Da ist eine Halle auf. Kann man just for fun rein. Muss man nichts zahlen. Bis jetzt noch nicht. Kann sich vielleicht noch ändern. Jetzt nach dem Video vielleicht so eine Art. Und ja, weiß nicht. Ansonsten, in Hamburg gibt es so eine Aktion. Es ist freier Sport. Und irgendwie sowas, ich habe den Namen vergessen, weiß ich nicht, da zahlt man, glaube ich, 5 Euro pro Woche oder irgendwie so, und da kommt man, da kann man auch zocken, das ist auch immer freitags oder Samstag, wir kennen die Zeiten nicht. Hamburger, kommentiert, ihr weißt, was ich meine, irgendwas mit Sportfreunde oder Sportbund, ich weiß es nicht, irgendwas so war das. Da war ich auch mal, das ist aber schon ein paar Jahre her, da waren immer ziemlich viele Leute und ja, Leute, die wollen nicht im Verein spielen, einfach just for fun zocken, das ist halt gesucht, ne? Vereinsspieler ist klar, die können in die Halle, das ist keine Rede, aber die Leute, wo einfach mal so just for fun zocken wollen im Winter, die sind oft aufgeschmissen, das ist so. Das ist einfach so. Egal, wenn es bei euch jetzt gut aussieht und ihr habt vielleicht auch so eine Just-for-Fun-Zockerhalle am Start, andere haben das nicht. Und deshalb schreiben auch immer wieder Leute, weil sie einfach in die Halle wollen. Aber komm nicht rein. Tür gibt's. Okay, ja, weiß ich auch nicht. Einfach kommentieren, Feedback geben, den Leuten helfen, untereinander helfen. Vielleicht hilft sich jemand oder hilft auch nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Böö.